Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Herobrine's Mansion. Wir waren dabei, hier jetzt endlich runterzugehen, weil wir letzte Folge ein paar Mal gestorben sind und uns, naja, ein bisschen failig erlaubt haben, wenn man das so sagen darf. Ich habe Inventar nochmal rausgerüstet, also ich habe das Inventar nochmal neu gedingsbumst, geordnet. Hab die Questlogs weggepackt, die ganzen, weil eigentlich braucht man ja nur eins, ist mir aufgefallen. Da ist nämlich alles drauf. Ja. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen, außer dass es jetzt weitergeht. Mal gucken, wie es hier überhaupt weitergeht. Skelet King sagt, Darkness will consume you. Finsternis wird dich einhüllen. Stirb. Boah, dieses Schwert. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein starker Gegner war, aber bei dem hat das relativ gut funktioniert. Ich habe ein Skelett Skelett gehört. Genau das wollte ich gerade sagen. Skelette können hier ziemlich unpraktisch werden. Da wir sie nicht sehen und somit auch nicht abschießen können. Au, 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 au. Oh. Oh. Das hätte ich nicht machen sollen. Verpeilt, dass das ein Enderman war. Das ist natürlich jetzt super. Kann jederzeit auf einmal da sein. Und uns dann von hinten erschrecken. Laufen wir einfach ganz, ganz, ganz schnell und ganz, ganz, ganz weit. Dann bemerkt er also, der uns vielleicht nicht. Einfach mal weiterlaufen. Nein, warum habe ich das getan? Nun ja. Wow, ich wollte hier gerade schon lossprinten und da ging die Welt auf einmal zu Ende. Bleibt die Frage, wo wir hier ankommen. Nämlich echt kein Plan. Bin ja schon froh, wenn wir hier nicht nochmal runterfallen. Jetzt hier lang? Nee, hier ist nur eine Lampe. Oder? Was ist hier? Ist hier. Ah, hier geht's doch weiter, oder? Ah, gut. Sind wir wieder mal. Ah! Bossfight, Skeleton King. Press the button when ready. Also, jetzt kommt der Endgegner. Oh, so sieht das also aus. Sieht ja ganz interessant aus. Jetzt kommt der Endgegner, also der Boss, der Skelettkönig. Naja. Und das wird jetzt bestimmt nicht ganz so einfach. Egal, probieren wir es einfach. Welcome to my domain. Can you please die? Könntest du bitte sterben? Uiuiui. Au, au! Oh mein Gott, was hat der denn für einen Bogen, bitte? Okay. Warum auch immer er mich nicht angreift? Au, ja, jetzt tut das natürlich. Uiuiui, sein Bogen. Au, diese ganzen Spinnenweben sind ein bisschen sehr nervig. Au, Alter, wie weit man fliegt. Warum habe ich jetzt eigentlich dieses... Oh nein, wir werden sterben. Ja, tot. Zum ersten. Ich frag mich, ob wir hier noch... Oh, dieser Bogen, ey, den will ich auch, ganz ehrlich. Hä? Warum kann ich den... Hä? Ich konnte den Zombie gar nicht treffen. Was war das denn, bitteschön? Ja, schön. Ich fühle mich gerade ein wenig machtlos. Boah, was ist das? Da sind viel zu viele... Au. Diese Spinnenweben müssen alle weg. Gut, dass wir noch so ein Billigschwert haben. Bleiben wir auf jeden Fall nicht mehr so viel in der Luft hängen. Und wir... Alter, guck mal, wie weit wir geflogen sind. Aber wenn der mit dem Bogen kämpft, können wir das doch auch... Au. Hä, warum treffe ich die Zombies denn nicht? Das ist doch nicht normal. Soll mir mal bitte jemand erklären.
Gut. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Gut. Der Skelettkönig ist aber noch nicht tot, oder? Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, den zu suchen. Weil der mir so ein bisschen stark vorkommt. Also ich höre hier noch ein Skelett, der ist bestimmt hier um die Ecke. Ah, schön. Probieren wir es mal genauso wie er. Es funktioniert doch so ganz gut. Mehr oder weniger. Hinter Deckung bleiben. Immer wieder so hervorlugen und dann immer... Au. Ah, hier ist noch ein Spinnenweben. Nein. Nein, 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 nein. Oh, schade. Schon wieder tot. Ich frage mich, wie viel Leben der noch hat, weil wir haben den jetzt ein paar Mal mit dem Bogen ordentlich auf die Mütze gegeben. Au. Ordentlich auf die... Okay. Dem Bogen ordentlich auf die Mütze gegeben. Uiuiui. Haben wir noch so einen komischen Trank? Den könnten wir eventuell gebrauchen. Uiuiui. Nein, schade, schade. Falsche Waffe. Oh. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Boah, aim wie ein Gott. Aus der Drehung erwischt. Das muss man erstmal schaffen. Boah, der hat echt viel Leben. Aber wir sterben relativ selten. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass wir den so gut unter Kontrolle kriegen. Weil wir davor schon des Öfteren weggestorben sind, wenn ich das mal so sagen darf. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Wo wir gerade beim Sterben waren. Hab's nochmal geschafft. Naja. Wenn wir hier nochmal sterben. Ist mir das relativ schnuppe. Oh, weg hier. Boah, das war ja gut. Da wollte ich hin und dann hat er mich so ein bisschen nochmal im Trank. So. Und jetzt kann es von mir aus losgehen. Jetzt gibt's nämlich Ärger, Skelettkönig. Jetzt gibt's Pfeile auf die Mütze. Naja. Kriegen auch nicht so wenig ab, wenn ich das mal so sagen darf. Hm, und schon wieder tot. Aber er müsste doch endlich mal sterben. Ja, hahaha. Endlich. Boah, der hat uns oft genug auf die Mütze gegeben. Erstmal gucken, was wir so Schönes von ihm bekommen haben. Erstmal. Nee, das hatten wir schon vorher. Diesen Goldhelm, den brauchen wir aber gar nicht. Was für die Beine. Das hat mehr Rüstung, glaube ich, oder? Jo, ein Rüstung mehr. Oder? Noch was? Nee. Die Schallplatte haben wir bekommen. Aber sollten wir nicht eigentlich noch Goldnuggets von ihm bekommen? Töte ihn und benutze die Jukebox. Wenn es fertig ist, loot the Gold Nuggets. Wo sind denn Gold Nuggets? Sind die vielleicht in der Truhe oder so? Weil von dem haben wir die ganz bestimmt nicht bekommen. Ich habe ja gerade alles aufgesammelt. Kann man hier... Interessant. Ne, von dem haben wir das definitiv nicht. Kann man die mit Wasser füllen? Jo. Ich weiß gar nicht, was bringt eigentlich so eine Wasserflasche? Ich habe noch nie... Einfach Wasser damit gefüllt. Naja. Könnt ihr ja mal in die Comments schreiben, weil... Ich kenne mich mit Braun und so nicht so aus. Das mache ich nämlich irgendwie nicht. Als das gerade sozusagen in Minecraft eingeführt wurde, habe ich da nicht mehr so viel Minecraft gespielt. Habe ich so ein bisschen die Lust verloren. Aber jetzt ist das eigentlich ziemlich wieder da, so die Lust. Aber... Ich komme halt immer noch nicht auf das Braun klar. Du hast den Skelettkönig getötet. Ziemlich beeindruckend, glaube ich. Was ist jetzt mit den... You teleported safely outside the crypt. Also du hast dich sicher außerhalb der Krypta rausteleportiert. Lass uns jetzt in die Mansion. Oh ja. Das wird ja schön. Uiuiui, das sieht so super aus, muss man einfach mal sagen. Wie viel Arbeit da drin steckt. Oh, aber bevor ich da hingehe, sollte ich nochmal nach Upgrade suchen in dem Shop am besten. Das würde ich auch gerne, aber irgendwie haben wir gar keine
Dingsbumse. Genau, wir haben keine Dingsbumse. Und ohne Dingsbumse kann man das auch nicht machen. Was wollte ich denn nochmal sagen? Dingsbumse, Dingsbumse. Goldnuggets, genau das war's. Ohne Goldnuggets können wir auch nicht diese super coole Rüstung hier kriegen. Aha. Ah. Okay. Unsichtbarkeit. Uiuiui. Sollten wir vielleicht nicht unbedingt alles für Steaks eintauschen? Ja doch. Knochen habe ich jetzt gar keine. Ah, die habe ich jetzt alle in der Kiste. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich das bestimmt anders gemacht. Naja. Machen wir das erstmal so. Kann man die zusammenpacken? Komischerweise nicht. Ich weiß nicht wieso. Naja. Lassen wir das erstmal so. Hier in die Endertruhe können wir schon mal die leeren Dingsbumse. Warum sage ich denn so auf Dingsbumse? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte eigentlich die leeren Glasflaschen sagen. Hier sind noch zwei Steinschwerter. Okay. Ich dachte, die hätten wir mitgenommen. Naja. Ja, ich würde sagen... Oh, ich muss einmal kurz niesen. Bis gleich. Und wieder da. Hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Machen wir uns mal einen Weg in diese große Villa. Das sieht so eindrucksvoll aus. Ich freue mich schon richtig, da endlich mal reinzuschnuppern. Und ich habe ja gerade eben aus dieser Situation mit dem Skelettkönig gelernt, dass wir ruhig öfters mal den Bogen benutzen können. Denn wir haben ziemlich oft auf dem drauf gehalten. Und der Bogen kriegt irgendwie keinen... Ja, also der wird nicht kaputter. Also nicht viel. Das heißt, wir können damit schon ordentlich aufräumen. Und riskieren damit nicht, dass ich so oft sterbe. Uiuiui, das klingt doch schön, dass ich nicht so oft sterbe. Ja, das klingt... Daran könnte man sich echt gewöhnen. Besonders jetzt in diesem Minecraft-Let's Play hier. Beziehungsweise in dieser Adventure-Map hier. Da ist ich nicht so oft sterbe. Schon ein Satz, den man sich eigentlich mal verschriftlichen sollte und an die Wand hängen könnte. Wobei, so oft bin ich jetzt noch gar nicht gestorben. Es hielt sich ja noch in Grenzen. Aber mit dem Bogen gefällt mir das schon echt besser. Das geht mir nicht, dass die Rüstung kaputt geht. Und das geht mir nicht... Ui, den habe ich noch abgeschossen. Das geht mir nicht, dass wir Leben verlieren und dass wir sterben und alles. Das finde ich schon ganz schön. Da die Pfeile eh nicht weniger werden, sondern sobald man einen Pfeil hat, kann man dann... Wie heißt es? Was soll ich jetzt sagen? Kann man jetzt... Oh. Jetzt bin ich komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Kontext, Dingsbums. Mal gucken. Hier, das einmal weg. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Schön Werbung eingespammt. Trank. Sofortige Gesundheit. Was wollte ich denn gerade sagen? Bogen. Pfeile abschießen. Achso, ja, dass die nicht weniger werden. Oder habe ich das schon gesagt? Kann man hier irgendwie hoch irgendwas? Ne, ja, also hier bringt es definitiv nichts. Oh, das Gewitter hat aufgehört. Doch nicht. Naja, so kann man sich auch irren. Komm, hier holen wir uns den auch mal. So kriegen wir sogar die Skelette ganz schnell tot. Dieser Bogen ist echt nicht so verkehrt. Ich frage mich immer noch, ob man irgendwann diese EP-Kügelchen hier in dieser Welt... Ob man die ein wenig, benutzen kann. So, genau. Und endlich sind wir drin. Boah, das gefällt mir jetzt schon. Ein Blick reingeworfen und schon bin ich geflasht. Probieren wir erstmal den hier. Wow. Naja, so viel zu nicht so oft sterben. Wo sind wir denn hier? Ach, hier wieder. Naja, das geht ja noch.
Warum habe ich das hier eigentlich? Der Helm ist schon fast kaputt. Haben wir nicht noch einen? Der sieht doch ziemlich heiler aus. So, tauschen wir mal so ein bisschen Ausrüstung. Nee, das da unten speichern wir auf, bis es noch kaputter ist. Weil die Stiefel, die wir da haben, sind wirklich komplett voll. Das wäre ja auch Verschwendung, jetzt direkt die zu benutzen. Den will ich jetzt aber treffen. Und... Ah, gut. Der war jetzt auch nicht so gefährlich, hat uns einmal umgebracht. Aber dafür haben wir ihn dann schön aus der Distanz rausgepickt mit unserem coolen Bogen. Ich glaube, ich werde jetzt zu so einem Bogenkämpfer. Werde ich zwar ein bisschen nass, wenn ich hier draußen, ja, im Regen kämpfe. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Das macht doch irgendwie viel mehr Spaß, ich weiß nicht wieso. Was hat denn der in der Hand? Hühnchen? Tja. So schnell kann es gehen. Oh. Bogenschütze. Der ist aber auch gleich weg. Ich würde sagen, noch ein Fall. Ja, gut geschätzt. Okay, die haben mich noch nicht gesehen. Ich schleiche mich hier raus. Ganz, ganz leise. So, und dann haben die uns auch schon nicht gemerkt. Holen wir uns den hier auch nochmal. Was ist das? Ist das ein... Oh, was ist das denn für einer? Uiuiui. Au. Der hat ja auch wieder so einen krassen Bogen. Au. Cool. Sind wir durch die... Sind wir dadurch gestorben, dass er uns mit dem Bogen so weit weggekickt hat? Ist ja auch irgendwie witzig. Boah, der Bogen ist sogar noch stärker. Aber der geht wahrscheinlich schneller kaputt, oder? Der ist nämlich schon halb Schrott. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, den schon zu benutzen. Zack. Noch ein Pfeil. Oh, noch ein Pfeil, der trifft. Sagen wir es lieber so. Zack. Und sagen wir lieber noch ein Pfeil, der trifft. Sagen wir noch einer. Okay. Au. Den im Nahkampf anzugreifen ist kompletter Wahnsinn. Lassen wir das lieber gleich. Zack. Gucken, was der Schönes gedroppt hat. Eine kaputte Rüstung. Die auf jeden Fall mehr aushält als unsere. Aber dementsprechend ist sie auch schon kaputter. Hier, hier, hier. Was sind das eigentlich für welche? Oh, ich kenne die gar nicht. Was ist das? Falls das irgendjemand weiß, bitte in die Comments schreiben. Ja. Denn ich habe nämlich echt gar keinen Plan. Ha. Den nehmen wir schnell noch. Mann, das sind sogar diese Elite-Gegner, oder? Oh, das Telefon klingelt einmal. Ich muss kurz los. So, und wieder da. Ja. Schnell weiter. Wenn das Telefon klingelt, dann muss sogar ich mal eine kurze Pause einlegen. Denn zu Hause ist keiner da. Einfach so das Telefon klingeln lassen kann ich ja auch nicht. So. Schnappen wir uns die hier doch mal lieber, auch wenn wir die gerade perfekt ausgetrickst haben mit unserer Schleich-Stealth-Action-Bogenschützen-Dingsbums. Aber naja. Muss halt sein. Kann man nichts machen. Noch ein Pfeil und down. Ja, schön. Sammeln wir mal hier das ganze Zeug sein. Und naja. Wo wir jetzt weitergehen und was genau in diesen ganzen Räumen so ist, das gucken wir in der nächsten Folge nochmal. Also jetzt gucken wir uns das am besten nochmal genauer an und nicht einfach nur reingehen, Gegner töten und wieder raus. Gucken wir uns das mal wirklich richtig an.
Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.